Ich habe von Anfang an überhaupt kein Problem und keine Arbeit mit der Anlage gehabt. Die Anlage ist installiert worden, die Anlage ist angeschlossen worden, ist ans Netz gegangen, ist gelaufen und hat bis heute keine Störung. Photovoltaikanlagen sind leider nicht sehr wartungsintensiv. Es gibt da Fälle, da fährst du dann nach 10 Jahren oder 15 Jahren mal wieder hin. Man kennt die Leute gar nicht, weil wenn die Dinger laufen, dann laufen sie. Wenn ich mit Kostis rede, dann ist es der Ralf Sedlewski. Mit dem habe ich vor 5-6 Jahren die erste Prototypanlage in Burghausen, sprich unten in Bayern, zusammengebaut. Und hat dann natürlich einen Installateur gesucht, der halt auch schon ein bisschen Erfahrung hat für seine Prototypanlage. Und somit sind wir dann in Verbindung gekommen. Also das Produkt selber, das Modul, die Verarbeitung, das passt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt perfekt. Ich habe von Anfang an klare Vorstellungen gehabt, wo ich mit meinem Unternehmen hin will. Angefangen haben wir ja als Yellowline EK, dann Umfirmierung, dann GmbH Co. KG und jetzt sind wir eine AG. Wenn wir Produkte verkaufen, egal ob sie GPPV heißen oder Costis Future, wir sind der Importeur, wir sind der Händler, wir stehen für dieses Produkt und ich bin auch regelmäßig in China und kontrolliere die Qualität. Unsere Produkte und die Marke Costis setzt voraus, dass die Installateure Know-how haben in dem Bereich und wenn sie es nicht haben, wir sie schulen können. Wir wollen unseren Kunden nicht nur Produkte, sondern ja auch eine Sicherheit bieten. Und zwar die Sicherheit, dass wir von Produkten reden im PV-Bereich, die 20 Jahre auf dem Dach beispielsweise liegen, damit die Kunden Geld verdienen und wir natürlich was für die Umwelt tun. Vertrauen erreiche ich durch sichere, qualitativ hochwertige Produkte, durch einen guten Service in jedem Bereich, im Innendienst, im Außendienst, im Sekretariat, bei der Geschäftsführung und auch bei den Lieferanten oder anderem auch die Einladung nach China, um unsere Produzenten zu besuchen. Die Anlagengröße spielt für uns keine Rolle, weil der Service muss über die gesamte Palette gleich sein. Und wenn ein Kunde mal eine 3-kW-Anlage bestellt, dann wird er sich auch dazu entwickeln, später mal eine 100-kW-Anlage zu machen. Insofern muss der Service vom kleinsten Kunden bis hin zum größten Kunden gleich sein. Letztendlich übers Internet sind wir auch zu Costis gekommen, waren anfangs sehr skeptisch, aber nach immer mehreren Gesprächen hat sich das dann letztendlich doch ergeben, dass man dieser Firma vielleicht auch etwas Vertrauen schenken dürfe. Ist ja nicht so ganz einfach, aber es hat sich als richtig erwiesen. Ja, war vielleicht auch das persönliche Gespräch mit Herrn Ralf Sedlewski. Ich war ja im vergangenen Jahr in Shanghai und dort war ich eben direkt bei der Produktion dabei. Das hat mich letztendlich auch wirklich überzeugt. Die Module, die werden also auf Herz und Nieren geprüft, genau wie in einer deutschen Firma. Und die Qualität also hat mich überzeugt. Also wir haben Costis kennengelernt über einen Mitarbeiter der Firma Costis, der hier bei uns in der Region wohnt. Der hat einfach mal angerufen und hat gesagt, Sie machen Photovoltaik, wir haben Module, sollen wir es nicht mal zusammensetzen? Das haben wir gemacht. Ja, und über den Weg ist halt eine sehr gute Zusammenarbeit, vor allen Dingen auch massive Zusammenarbeit geworden, denn inzwischen bauen wir 80% unserer Anlagen mit Costis-Modul. Alu-Anschlussdose, die zusätzlichen Verstrebungen im Rahmen und, ist das einfach ein Modul geworden, was man wirklich beim Kunden mit gutem Gewissen und mit gutem Qualitätsbewusstsein anbringen kann. Ich bin jemand, der verkauft den Umweltschutz. Wenn Sie mit dem Umweltschutz sogar noch ein bisschen Geld verdienen können, dann ist das ja eine tolle Sache. Aber mein Ziel ist als Vater von 4 Kindern wirklich zu sagen, ich mache da was Vernünftiges. Das ist mein Beweggrund.
Wir können es nicht alleine schaffen, das ist ganz klar. Wir können es nur mit unseren Kunden schaffen, die uns das Potenzial auch zutrauen, die natürlich auch skeptisch sind, aber die trauen dem Konzept, die kennen Kosis, die kennen mich. Wir haben den Sprung gemacht, um auch den Schwierigkeiten am Markt entgegenzuwirken, um Einkaufsvorteile zu erlangen, die der Markt einfach fordert. Wir haben jetzt einfach ein Volumen angenommen. Wir werden in 2011 30 Megawatt umsetzen, die wir gemeinsam auch mit unserem Partner GPPV machen.